Wenn ich erfolgreich manifestieren möchte, dann darf ich keine negativen Gefühle fühlen, wie Mangel, wie Frust, wie Hass, wie Neid. Das stimmt nicht. Wenn du wirklich erfolgreich manifestieren möchtest, solltest du alles, was in dir ist, an in Anführungsstrichen negativen Gefühlen, ich sage extra Anführungsstriche, weil es sind keine negativen, es sind einfach Gefühle, für uns negativ, dann müssen wir sie heilsam verarbeiten, wir müssen sie fühlen, wir müssen sie einmal durchlaufen lassen, nicht nur einmal, manchmal auch mehrmals. Dann sind die aus unserem System nicht wirklich raus, aber sie sind integriert. Ein Lehrer von mir meinte einmal, Gefühle, die nicht integriert sind, sind wie Eiter. Und dieser Eiter zieht im Außen weiteren Eiter an. Heißt, wenn ich Hass, Neid, Mangel in mir spüre, aber positiv bin und die ganze Zeit Affirmationen mache, dass ich erfolgreich bin, das wird nichts. Das kannst du vergessen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, all der Scheiß, der in dir ist, gerade das Thema Mangel. Ich war zwar nie arm, aber ich bin damit aufgewachsen, dass ich diese ganzen Markenkleidung, die die anderen hatten, nie, die hatte ich nie, bis ich irgendwann mal selber arbeiten war. Das heißt, diesen Mangel musste ich in mir verarbeiten, in mir integrieren. Und es fühlt sich scheiße an, dieses Gefühl von Armut zu fühlen. Wie gesagt, wir waren nie arm, aber es ist ja ein Gefühl von arm, wenn du siehst, dass alle anderen, gefühlt alle anderen, das weiß nicht alle anderen, aber dass die meisten geile Kleidung haben, immer Geld haben, das beste Auto haben, und bei dir ist es nicht, du willst es nicht fühlen. Du willst dann faken und so tun, als würdest du dazugehören. Und dann bleibst du halt immer fake. Das heißt, ich gehe nicht hin und sage, ey Leute, ich habe gar nicht so viel Geld in Wirklichkeit, ich tue nur so, sondern ich fühle dieses Gefühl und bleibe mit diesem Gefühl. Und es fühlt sich an, wie du stehst im Feuer. Das ist einfach nur ein scheiß Gefühl und das Ego möchte das nicht. Mein Ego will das nicht. Mein Ego will halt irgendeine Schauspielerin sein und so tun, als wäre alles am besten. Und damit ziehe ich nur weiterhin Scheiße an. Und damit kann ich nicht das erreichen, was ich wirklich erreichen möchte. Also eines der wichtigsten Aufgaben ist, die emotionale Intelligenz zu erweitern. Das heißt, all die Emotionen, die in mir sind, wirklich zu integrieren, wirklich zu umarmen, mit ihnen zu bleiben. Erst dann sind sie integriert und dann sind sie kein Eiter mehr, weil ich sie angenommen habe und damit sind sie nicht mehr magnetisch da und ziehen weitere Scheiße im Außen an. Ganz, ganz wichtig, dass wir all die Gefühle, die wir in uns tragen, heilsam verarbeiten, damit wir im Außen nicht mehr den ganzen Scheiß anziehen.